Soll ich darüber springen? Oh Gott. Oh Gott. So. Boah. Wow, wow, wow. Immer die richtigen Tasten, den richtigen Moment drücken hier. So, immer gucken, ob E und F gemeint ist. Wow. Puh. Aber man kriegt ja auch anscheinend Erfahrung für schwierige Situationen, die man meistern tut. Finde ich auch nicht schlecht. Oh, sogar Regen auf der Monitorscheibe. Wird die Atmosphäre immer so schön dicht. Und der Sound. Oh, das will ich alles nicht zerstören durch zu viel Gelaber. Lass uns einfach ein wenig genießen, okay? Bestimmt andere Spiele, wo man labern kann. Ah, okay. Doppelt Leertaste drücken. Sams Tasche. Okay, das hier unter mir scheint trotzdem im Weg zu sein. Ist der jetzt irgendwie runter oder? Da hoch glaube ich nicht. Au. Sam! Sie müsste hier gewesen sein. Gerät. Wow. Wow. Ah. Da vielleicht nicht loslassen dürfen oder war das jetzt Absicht, dass man da so böswillig runterschlittert? Es wird langsam dunkel. Auch mal absichtlich langsam. Mal um die Ecke gucken, man kann nie wissen. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Viel Glück. Ein Holz.
Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Sie etwa, weil sie drauf bestanden hat, alle hierher geführt und somit in diese Situation? Aber ein schönes Video. Und somit haben wir doch, denke ich mal, auch die Einleitung schön gemeistert. Ich würde am liebsten immer leise laufen, aber weißt, um was man hier reinrennt, wenn man immer zu schnell läuft. Oh. Na, das habe ich gemeint. Deswegen, wenn man zu schnell läuft. Wow. Ist da runtergefallen. Baum? Huch. Aber trotzdem, eine schöne Einleitung, wie ich finde. Ich hoffe am besten mal langsam, falls mal wieder irgendwas, Essbares hier zu finden sein sollte? Da oben funkelt doch was, oder? Nee? Ich dachte. Oder? Nö. Kann man nicht. Enttäuschend. Oh Gott. Armer Kerl. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Ja, aber wie da rankommen? Scheint ja eine Falle gewesen zu sein. Okay, Pfeile habe ich schon mal, aber wie komme ich? Alter Bunker. An den Pfeil. Ja, bloß, ich muss da jetzt ranspringen. Nein.
Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Wow, 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 wow. So knapp. Ich schaff das. Ja. Irgendwas drücken? Hallo? Nein, nein. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Provisorischer Langbogen. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Okay. Ah, okay. So dann? Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Dann suchen wir doch was zu essen für dich. Irgendwie das... Wenn es um Essen geht, folge ich meinem Magen. Mein Magen sagt mir hier lang. Bin ich jetzt umsonst hier, hä? Gibt keinen Sinn, warum gibt's ja eine Sprungpassage? Ich hör doch was. Hä? Ich hab's gehört. Aber wozu gibt's hier eine Sprungpassage, wenn doch... Ah! Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Okay. Interessant. Scheint schon die zweite Aufnahme gewesen zu sein. Also bin ich wahrscheinlich an der ersten schon vorbeigelaufen, oder? Nein! Nein! Oh, warum ist es weg? Kann man... Aha, warte mal. Ah, Zoom! Ah, Zoom! Man hätte auch zoomen können. Jetzt habe ich mein Essen leider verscheucht. Töten? Warum ist hier ein Seil drum gebunden? Wahrscheinlich kommt man da später lang. Na? Lara, bleib stehen. Nein! Nicht rennen, nicht rennen. Renn doch nicht umher. Nein. Nein. Komm, brich ab. Nein, da geht der Pfeil automatisch weg. Habe ich unendlich Pfeile? Das ist auch eine Frage. Nein. So schlecht gerade. Sie irgendwie ducken? Ah, man kann die Seite wechseln, okay. Interessant. Lever. Da. Kommst du zurück? Schön. Ja, ich hab mein Essen. Ich lass mir jetzt irgendwie. Kojoten oder so. Irgendwas, was auf der Insel dazwischen kommt. Entschuldige.
Okay, zurück zum Lager. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Da vielleicht noch mehr jagen? Aber man sollte nicht mehr jagen, als man nicht braucht. Wollen die mich jetzt ärgern? Mir ans Leder? Ich jage aber nicht mehr, als ich nicht brauche. Ich brauche jetzt keine Massenvernichtung durchzuführen. Hier sind andere Pfeile aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob es neue Pfeile sind. Oh, 4 Stück, warte mal. 9. Ja, 9 Stück. Da liegen noch mehr. 14. Guck ich noch mal kurz nach, ob hier noch mehr rumliegen. Also wenn die Pfeile doch so arg begrenzt sind, sollte man Augen aufhalten. Hier, scheinen alle gewesen zu sein. Oh, Mann, bin ich blind, dass ich das nicht... Ach, vorhin schon gesehen habe. Oder die sind jetzt erst erschienen. Das weiß ich leider jetzt nicht so genau. Okay... Hier oben hat man eine schöne Aussicht, aber was bringt's? Ah! Na, Pfeile. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Das war das, was ich vor uns gesehen habe, als ich hier runtergelaufen bin. Ich würde sagen, damit stoppen wir an der Stelle das LP erstmal. Ich danke fürs Einschalten. Ich werde das demnächst weiterspielen. Freut euch schon mal drauf. Bis dann, euer Sushi. Ciao.